Na gut, jetzt sind wir im Viertelfinale und das ist eigentlich schon mal wirklich die heiße Phase des Turniers. Die letzten 8 kämpfen jetzt im Battle mit Hin- und Rückrunden darum, wer jetzt mal safe etwas Preisgeld bekommen kann und in den Top 4 zu gehören. Elitären Top 4, natürlich, ist immer wunderbar, ne? Muss man sich jetzt auf jeden Fall extrem viel Mühe geben. Wie gesagt, es gibt Hin- und Rückrunden. Dieses Mal, das erste Mal und im Halbfinale gibt es Hin- und Rückrunden. Ob es im Finale Hin- und Rückrunden geben wird, das wird sich noch später zeigen. Ja, was habe ich denn eigentlich vor mit der freien Motto-Auswahl gemeint? Und zwar, ich werde mich jetzt mit den Teilnehmern privat kontaktieren, was die Mottowahl betrifft. Dementsprechend können sie, solange ich das erlaube, ein Motto aussuchen, was halt auch rückrundentauglich ist. Aber das werde ich ja alles privat mit euch besprechen. Dementsprechend werden die Mottos bis zur Veröffentlichung des Battles geheim gehalten. Das Mottosystem bei der Rückrunde ist folgt folgendermaßen, und zwar eigentlich ganz simpel, und zwar Motto, zum Beispiel Rapper A pickt Motto zum Beispiel Oldschool, da muss Rapper B in der Rückrunde auch Motto Oldschool picken. Eigentlich ganz logisch, die Mottos werden halt einfach getauscht. In der Rückrunde muss man aber nicht unbedingt den Beat vom Gegner in der Hinrunde berappen. Es gibt halt einige Battles bzw. einige Mottos, bei denen es etwas komplizierter wird, aber manchmal kann ich das verpflichten und es gibt einige Battles, wo ich die Beatwahl in der Rückrunde überlasse. Das Punktesystem wird gleich bleiben, es wird halt nur verdoppelt, weil es halt Hin- und Rückrunden gibt. Es wird Hin- und gegen Rückrunde gewertet, wegen gleichem Motto und so weiter. Ja, und noch ganz wichtig, Erinnerung an das erste Infovideo. Damit nicht sowas passiert wie letzte Season, werde ich das jetzt so machen, dass ich das Preisgeld bei extremen Verspätungen kürzen kann, weil ich habe da echt keine Lust, dass da wie im Halbfinale letzte Season, dass ich wieder 2-3 Wochen über der Frist auf eine Runde warten kann, und dementsprechend, da habe ich das Recht, wie auch schon im ersten Infovideo gesagt, dass ich das Preisgeld kürzen kann. Ja. Die Frist ist der 20.03.2019. Bei minimalen Verspätungen, wie gesagt, da bin ich immer sehr kulant. Aber, wie gesagt, habe jetzt da gar keinen Bock, dass da die Runde 1-2 Wochen danach antrödelt kommt. Die ganzen Battles werden auf jeden Fall ziemlich geil. Ich meine, da ist es wieder das eine oder andere Homie-Battle dabei. Liebe Grüße an die Personen, die sich immer drauf freuen, ne? Ja, gebt auf jeden Fall alles. Es geht wirklich um die Wurst, es geht um Preisgeld. Ja, dementsprechend lasse ich das Paarungsvideo laufen. Seid gespannt und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen bei den Mini-10-Bär-Battles. Und vielleicht kommt ja auch noch ein kleines Format, was ich vielleicht auf Discord angekündigt habe. Gönnt euch!